Für Burg Prohl von einmaliger historischer Bedeutung ist ein von Pfarrer Valentin Poos 1893 in Koblenz entdecktes Altarbild. 2003 hat man es mit Zuschüssen von Kirche, Staat und Spenden restauriert. Das ehemalige dreiflügige Altarbild aus der Vorgängerkirche, der heutigen alten Kirche, wurde seinerzeit zu einem einzigen Ölgemälde zusammengesetzt. Für uns von unschätzbarem Wert sind die Bilder der Stifterfamilie links und rechts. Begegnen wir doch hier der letzten Burgbrohler Familie von Braunsberg, aus deren Eheberedung wir den fürsorglichen Ehemann und seine Gemahlin kennen. Die Söhne haben ein rotes Kreuz auf der Brust, ein Zeichen, dass sie zur Zeit der Bildherstellung nicht mehr lebten. Eine besondere Bedeutung kommt dem hinter seiner Mutter knienden Mädchen Annalisa von Braunsberg zu. Sie wurde das Bindeglied zwischen den Geschlechtern derer von Braunsberg zu von Burscheid auf Burg Prohl. Eine Epoche großer Krisen. Naturkatastrophen und Kriege haben Hungersnöte und Seuchen zur Folge. In ihrer Verzweiflung suchen die Menschen nach Schuldigen und finden sie bei Frauen, den angeblichen Werkzeugen des Teufels. Es konnte jeden treffen: Männer, Frauen, Kinder, arm und reich. Doch war der überwiegende Teil der Beschuldigten weiblichen Geschlechts. Die Angeklagten werden der Folter unterzogen. Da die Hexerei als außergewöhnlich schweres Verbrechen gilt, setzen die Richter die sonst üblichen gesetzlichen Regeln und Beschränkungen bei der Anwendung der Folter außer Kraft. Weil die Gequälten die Namen angeblicher anderer Hexen preisgeben, weiten sich die Verfolgungen aus wie eine Epidemie. Die Folge sind Kettenprozesse, die in Bamberg zur Hinrichtung von annähernd 10% der Bevölkerung führen.1853 berichten in die Benediktinerabtei Mönchengladbach Dr. Gottfried Eckert und Konrad Növer über Hexenverbrennung in Niederweiler. Trine, Meister Mathis Schneiders Frau zu Niederweiler bei Bocholz, ward im April 1641 verhaftet, weil sie in schwerem Verdacht der Hexerei stand. Das Gericht, vor welches sie gestellt wurde, war durch den Propst zu Bocholz als Stellvertreter des Gladbacher Abtes, welcher zu Weiler die Jurisdiktion hatte, zusammengesetzt. Als man ihr vorhielt, dass sie der Hexerei angeklagt sei, gestand und bekannte sie alles ohne Zwang. In dem ersten Verhör gab sie namentlich an, sie würde in ihrem Hause mit Schelten und Schlägen von ihrem Mann behandelt, müsse manche Nacht im Garten und im Hofe schlafen. Einstmals habe sie wieder von ihrem betrunkenen Mann angefallen, das Haus räumen müssen. Und wie sie nun hinter ihrem Hause im Kummer gestanden, sei ein Geflog in Gestalt ihres Mannes gekommen und habe ihr zugeredet,
mit ihm ins Haus zu gehen. Als sie das getan, hätte sie ihren Mann auf dem Bette schlafend gefunden und gemerkt, dass die Sache nicht richtig wäre. Ein andermal sei sie von ihm genötigt worden, mit ihm an das Kreuz im Nückental zu gehen, um ihm zuzuschwören. Da habe sie in ihrer großen Bekümmernis Gott abgesagt. Später erschien er, während sie auf dem Felde auf dem Sandacker sich befand, in erschrecklicher Mannsgestalt, gab ihr zu verstehen, dass sie auf dem Besenberge zum Tanze zu erscheinen habe und hieß sie in des Diebhängers Namen auf einem schwarzen Pferde hinten aufzusitzen. Als sie auf den Tanzplan gekommen, habe sie Weiber umher sitzen sehen, fressend und saufend. Erkannt hätte sie 7 Frauen, die auch schon verhaftet waren. Erstens, des Schultheißen Frau Katrin zu Weiler, die das Hexen länger gekannt und die man für die Anführerin hielte. Zweitens, Drinkirchen, Johanns Frau zu Weiler. Drittens, Wefer Targes, Frau Els. Viertens, den Mann der Letzteren, wollte sich aber nicht bestimmt darüber aussprechen. Fünftens, Bill Wefer, Tönis Tochter. Sechstens, Taufen Lenzenfrau, wollte sich aber nicht bestimmt darüber aussprechen. Trine, die alte Hoffrau, diese wurde bei den Zusammenkünften für die oberste Meisterin gehalten. Am 11. April desselben Jahres wieder vorgeführt, wiederholte sie die früheren Aussagen. Sie wurde zum Tode verurteilt, aber in der milden Form, nach Beicht und Kommunion und nachdem sie milde Stiftungen gemacht, wurde sie tags darauf, am 13. April, enthauptet und ihr Körper auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aus einem Zeugenverhör des Jahres 1589 geht hervor, dass schon vor dieser Zeit Agnes, ihrer Zauberei wegen verurteilt, an dem Gericht zu Almersbach an der Straße bei Gelees verbrannt worden sei. Als das Geschlecht von Braunsberg im Mannesstamme ausstirbt, heiratet Annalisa von Braunsberg, die seit 1624 mit der Herrschaft Burg Pohl belehnt, am 28. Januar 1635 den 20-jährigen Kaspar von Burscheid-Büllesheim. Dem Paar wurden 7 Kinder geboren. Annalisa starb, gerade 40-jährig, bald nach der Geburt ihres jüngsten Kindes. Damit wurde ihr allerdings eine Familientragödie erspart, als 1676 ihr Sohn Franz Damian seinen Bruder Emmerich auf dem Lummersfeld bei einem Jagdunfall versehentlich erschoss. Im Sterberegister der Kirche findet man hierzu folgenden Eintrag. Am 18. Juni 1676 verstarb, bei der Hirschjagd von einem Schuss seines Bruders getroffen, der edle Herr Johann Emmerich Kaspar Anton von Burscheid. Die Chronik von Burg Prohl berichtet ergänzend: Auf dem Lummersfeld stehen 2 Gedächtniskreuze zur Erinnerung an die unglückliche Tat. Gleich in der zweiten Generation, gerade ein Jahr mit der Herrschaft Burg Prohl belehnt, stirbt noch vor seinem Vater, Franz Damian von Burscheid, der Unglücksschütze vom Lommersfeld. Er hinterlässt seine Frau Odilia von Reuchenberg mit einer 5-jährigen Tochter und dem 3-jährigen Kaspar Franz Edmund,
dessen Herrschaft sie bis zu seiner Mündigkeit behaupten musste. Nicht genug für die vom Schicksal hart getroffene Witwe, musste sie in der langen Kette ihrer Vorfahren das traurige Ende des Familiensitzes in Burg Brohl erleben, als französische Truppen in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai 1689 die Burg derart brandschatzten, dass noch 4 Wochen danach in Teilen der Ruine das Feuer schwelte, musste sie ihren Wohnsitz in Burg Brohl aufgeben. Die Hütten und Häuser ihrer Untertanen wurden zwar verschont, aber die einquartierten Soldaten erpressten die Verproviantierung und verwüsteten die ärmlichen Wohnungen. Kaspar Franz, inzwischen geprägt durch ein freies Leben in der Stadt, beginnt gerade volljährig Anfang des 18. Jahrhunderts in Burg Brohl mit dem Wiederaufbau der zerstörten Gebäude. Allerdings nicht zu einer Wehrburg, wie sie vorher war, sondern im Trend der Zeit Ludwig des 14. zur Repräsentation. 1710, das neu erbaute Schloss. Eine Präsentation zur landesherrlichen Größe. So ist es nicht verwunderlich, dass Kaspar Franz von Burscheid am 14. September 1711 die gerade 16-jährige Isabella von Schäßberg, eine vermögende, mit besten Kontakten ausgestattete, ideale Gattin zum Traualtar führen konnte. 1731 konnte Kaspar Franz ein weiteres repräsentatives Bauwerk vollenden. Auf dem Gelände der ehemaligen Vorburg entstand als Erweiterung des Schlosses die Kellnerei, Verwaltung und Finanzzentrum des Territoriums. Das hufeisenförmige, zweigeschossige Gebäude, wie das Schloss aus unverputztem Bruchstein errichtet, mit Mansardendach und Basaltquadern an den Hauskanten, bot als besonderen Blickfang ein großzügig gestaltetes Eingangstor aus Basalt und Tuffstein, dessen Dreiecksgiebel unter einer goldenen Krone in der Spitze von 2 goldenen Löwen gehaltenen Wappen des Kaspar Franz und seiner Gemahlin Isabella. Nun gehören zu den hervorragend gestalteten Allianzwappen auch die Namen der Inhaber, deren Vornamen und Adelstitel durch ihre Anfangsbuchstaben angedeutet werden. Links Kaspar Franz Edmund Anton Freiherr von Burscheid und rechts Isabella Johanna Maria Margareta, Gräfin von Schäßberg. Kaspar Franz Edmund von Burscheid entwickelte sich in der Folgezeit unzweifelhaft zum wohl bedeutendsten und einflussreichsten Herrn von Burg Brohl und dem Brohltal im 18. Jahrhundert. Herr zu Burg Brohl, Glees, Merxheim, Kaltenborn, Hochacht, Nordenbeck, Efferen, Herzbach und Ramersbach, war nun sein standesgemäßer Titel.
Hinzu kamen unzählige Ämter und Ehrenämter, unter anderem Ritterschöffe und Ritterbürgermeister von Andernach. Er führte einen prunkvollen, mit 6 Pferden bespannten Wagen und verfügte über 2 Reitpferde. Am 1. Dezember 1737 stirbt Franz Karl Edmund von Burscheid im Alter von 57 Jahren. 6 seiner 9 Kinder waren ihm bereits vorausgegangen. Seine Witwe Isabella von Schäßberg stand vor der Aufgabe, ihrem noch minderjährigen Sohn Franz Karl Anton das von seinem Vater geschaffene blühende Territorium bis zu seinem Regierungsantritt zu erhalten. ...1756 leistete Franz Karl Corfix Ludwig Anton den Ritterspur. Bald danach übernahm er eigenverantwortlich die Herrschaft Burg Prohl. Anders als seine Eltern war er bemüht, die dauernd schwelenden Reibereien mit der Propstei Buchholz in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Am 17. März 1756 heiratet er die 17-jährige Maria Charlotte, Miterbin zu Büllesheim, eine Cousine zweiten Grades. Während die Vorfahren des jungen Franz Karl noch vorwiegend sich mit ihren die Südhänge des Prohltals füllenden Weinbergen beschäftigten, prägte ihn fortan seine Wirtschaftspolitik. Zielstrebig beschäftigte er sich mit den Bodenschätzen des Prohltals. Besonders für den schon über 1200 Jahre vorher von den Römern für ihre Bauwerke genutztem Draß. Ein Baustoff, der dank seiner hydraulischen Eigenschaften in Verbindung mit Kalk besonders für Unterwasserbauwerke geeignet ist. Kein Wunder, dass die permanent mit Deichbau beschäftigten Holländer sich intensiv mit diesem Baustoff beschäftigten. Die Prohltaler Grubenbesitzer lieferten zu dieser Zeit den grob gebrochenen Draß per Schiff nach Holland. Während man sich im Prohltal unter ständigem Preisdruck der Holländer abplagte, waren diese längst dazu übergegangen, die gelieferten Brocken in Mühlen zu Draßmehl zu vermahlen. Dabei erzielten sie eine weitere Verbesserung der hydraulischen Eigenschaften und leichtere Verarbeitung zu hochwertigem Mörtel. Während andere noch über die Praxis der Holländer jammerten, entschloss sich Franz Karl von Burscheid zum Bau einer Draßmühle im Prohltal. Mit der Planung und Ausführung seines Vorhabens beauftragte er seinen treuen, herrschaftlichen Kellner Johann Peter Sieglor, Verwalter, Betriebsleiter und Finanzgenie des Familienunternehmens von Burscheid. Nach 2 Jahren Bauzeit präsentiert er die Rechnung für die neu erbaute Draßmühle und des Müllers Behausung zu Burg Prohl. Die Anschaffung aller nötigen Materialien betreffend ist Komputanz unter dem 17. Juli 1767 nach Kobern an der Mosel gereist, um den nötigen Kalk zu bestellen. Mit Knecht und Pferd vorgelegt 4 Reichstaler. Und dann am 21.10. dem Nikolaskreuz wegen vorgefertigtem Draßkoller laut Quittung 5 Reichstaler und 34 Albus. Anno 1768, den 28. Mai, Richtfest,
beim Aufschlagen der Drassmüll den Leuten 2 Maß Branntwein hergegeben, 53 Albus und 4 Stüber. Nach rund 2 Jahren Bauzeit geht die Mühle in Betrieb. Wie folgende Nachkalkulation zeigt, waren die Baukosten von 2.738 Reichstaler binnen Jahresfrist eingestellt. Wenn auch der gute Sieglor hier die Allgemeinkosten vernachlässigt, kann sein Herr immer noch mit einem Gewinn von rund 30% rechnen. Der allerdings zu Lasten der Arbeiter erwirtschaftet wurde, die ihrerseits sich für ihren Tageslohn mal gerade 7 Brötchen oder ein halbes Pfund Butter leisten konnten. Nach und nach entstanden 15 Drassmühlen im Brohltal, die sich in einem erbitterten Wettbewerb gegenseitig unterboten. So gleich um die Ecke die Orbachsmühle. Und hinter seiner Mühle hatte der Müller gleich freien Blick zum nächsten Konkurrenten, der Mühle des Freiherrn von Schweppenburg. Dann, gerade mal 200 Meter Luftlinie entfernt im Tönnesteiner Tal, hatten die Mönche vom Orden der Karmeliter kurzerhand ihre Getreidemühle auf eine Drassmühle umgestellt und danach im Drassrausch beinahe ihr eigenes Klostergebäude angeknabbert. Da kam es letztendlich auf die Qualität an. Hierbei stand die Burscheidsmühle ganz oben in der Rangliste. Bei all dem ist nicht verwunderlich, dass Franz Karl von Burscheid in Briefen aus seinem Wohnort Köln Sieglor dauernd ermahnte, sich um die höchstmögliche Leistung der Mühle zu kümmern. In seinem Brief vom 25. Juni 1784 schreibt er dem kränkelnden Sieglor, nachdem er ihm einen jüdischen Arzt in Bonn empfohlen hatte: »Hochedler, hochgeehrter Herr Kellner, wünschen wir Ihnen recht innigst, gleich vernommen zu haben, dass der Judendoktor Ihnen gänzlich herstellen wolle, welches gewiss wörtlich zu sehen ist, dass man nicht umsonst Medizin schlucke. Dann aber, in Betreff seines Schreibens vom 18. des Monats haben wir mit Schmerzen vernommen, dass der Drassmüller nicht nur unfleißig male, sondern im Zweifel auch ganz unbrauchbar. Und einen Monat später, am 28.07.1784, auch die Mühle nicht in den Stand gesetzt zu haben, um genügend Drass zu mahlen, wo doch immer der Befehl gegeben worden, fleißig zu mahlen. Euer hochedler, freundwilligster Franz Karl von Burscheid, Burg Brüll. Johann Peter Sieglor erwarb 1772 aus dem Nachlass des verstorbenen Schöffen Rademacher für 500 Reichstaler zuzüglich 50 Taler Kaufsteuer ein umfangreiches Anwesen. Hier ließ er ab 1774, gemessen an den ca. 40 ärmlichen Häuschen von Burg Brohl, ein übermäßig großes Wohngebäude, das spätere Hotel zur Krone, errichten. Sein Arbeitgeber bedachte hierzu seinen verdienstvollen Kellner mit folgender Schenkung: Transkription. Dermals unser Burgbrüllscher Kellner, Herr Johann Peter Sieglor, uns durch seine besondere Mühe und Fleiß ansehnlichen Nutzen und großen Vorteil verschafft hat, so seid dem in Ansehnung dessen in Gnaden bewogen worden, demselben 20 und 6 Stück
unschädliche Eichenbäume in unseren Klesischen Waldungen zu dessen in Burgbrühl beim Marktplatz neu zu erbauender Behausung zu schenken. Mit der ausdrücklichen Obligation aber, dass dies neue Gebäude, das selbst dem ihm erteilten Abriss zufolge eingerichtet und inner zweijähriger Frist vollzogen werden sollen. Urkund unseres aufgedrückten Insiegels und selbsthändiger Unterschrift, Köln, den 24.08.1774, Franz Karl Anton von Burscheid-Brühl. Im gleichen Jahr überraschte die Familie von Burscheid den Pastor und seine Gläubigen mit dem Plan zum Bau einer neuen Kirche und gleich dazu seine in Stein gemeißelte Stiftungsurkunde, heute in der Westwand der jetzigen alten Kirche. Unter der ruhmvollsten Herrschaft des Kaisers Joseph II. Zum größeren Ruhme Gottes und der heiligen Jungfrau Maria, des heiligen Josef und des heiligen Johannes des Täufers, Franz Karl Corvitius Ludwig Anton, des heiligen Römischen Reiches, Freiherr von Burgbrühl, einzigartiger regierender Herrscher seiner uralten Burgbrühlschen Reichsfreiherrendynastie, immerwährender Streiter für seine Pfarrgemeinde etc. etc. Zusammen mit seiner innigst geliebten Gattin Maria Charlotte Friederike des Heiligen Römischen Reiches Freifrau von Burscheid-Büllesheim, Wensburg, Blittersdorf und Landershofen etc. Nachdem wegen des hohen Alters und der Schäden im Laufe der Zeiten unser altes Gotteshaus völlig baufällig geworden war und die Fundamente desselben durch den ungestümen Andrang der Wassermassen nahezu verschlungen wurden, haben wir aus reiner Großmut und als Zeichen der Freundschaft zum würdigen Herrn Pfarrer und zu seinen gläubigen Untertanen bzw. Leibeigenen in demselben Herrschaftsbereich sowie ihren Nachkommen, aber auch für andere gegenwärtige oder zukünftige Dienstpflichtige diese neue Kirche mit Turm großherzig errichten lassen. Nach der selbstherrlichen Stiftungsurkunde der Burgherrschaft und der anschließenden Ausarbeitung des Bauplans dauert es noch 3 Jahre bis zum Baubeginn 1774. Der Architektenentwurf stammt von einem bedeutenden Baumeister seiner Zeit, dem kurpfälzischen Hofbaumeister Ignaz Kees. Während die Bautätigkeit an der neuen Kirche so Jahr für Jahr vor sich hin dümpelte, wurden die Gottesdienste in der Schlosskapelle abgehalten. Als im Jahre 1794 die Franzosen ja einrückten und diese die Absicht äußerten, das noch nicht endgültig vollendete Kirchengebäude als Magazin und Pferdestall zu nutzen, ließ die Gemeinde, nunmehr Eigentümerin des Gebäudes, schnell den Bau fertigstellen. Inzwischen ist die nächste Generation der Burscheids mit Johann Ludwig und Ferdinand Josef Leopold im besten Mannesalter. Allerdings nicht mehr mit den Privilegien ihrer Vorfahren ausgestattet, sondern nach dem Einmarsch französischer Revolutionstruppen und Annexion der linksrheinischen Gebiete, wie ihre bisherigen Untertanen, Bürger im Reich Napoleons. Die Herrschaft Burgbrühl ging auf in der neu geschaffenen Mairie Burgbrühl, zu deren Bürgermeister die Franzosen wegen seiner guten Französischkenntnisse Ferdinand von Burscheid einsetzten.
Ihm fielen die burscheidschen Besitzungen in Burg Brohl zu, nachdem sich sein Vater Franz Karl von Burscheid nach Köln zurückgezogen und sein älterer Bruder ihm die Erbfolge abgetreten hatte. 1797 heiratete der Bürgermeister Ferdinand von Burscheid Friederike von Spies. Burg Brohl war nun ein französisches Dorf und gleichzeitig Sitz der Mairie Burg Brohl mit den Orten Burg Brohl, Dorf und Schloss mit Burscheids Mühle, 224 Einwohner. Niederweiler mit Beunerhof, 126 Einwohner. Oberweiler, 102 Einwohner. Niederlützingen mit Orbas Mühle, Schweppenburgs Mühlen sowie Spieskes Hof, 337 Einwohner. Oberlützingen, 128 Einwohner. Dann Kell auf der gegenüberliegenden Talseite mit Geißhügelhof, Greiermühle, Pönterhof, Pöntermühle und Tönnesteine-Gesundbrunnen, 347 Einwohner. Und dann das einwohnerstärkste Dorf der Mairie Burg Brohl, nahe am Loch, Wassenach, mit 366 Einwohnern. Während Ferdinand von Burscheid bisher sich überwiegend in seiner Kölner Wohnung aufhielt, war nun als Bürgermeister seine Anwesenheit in Burg Brohl gefordert. 1798, Französisch wird als Amtssprache eingeführt und hat konkrete Auswirkungen auf Schule und Sprachunterricht. So hier eine Gemeinderatssitzung, deren Protokoll und Anwesenheitsliste Ferdinand von Burscheid selbst ausfüllen musste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass außer ihm ein Mitglied seiner Gemeinde dazu in der Lage war. So auch eine Personenliste mit Zinszahlungen zur Tilgung von Gemeindeschulden. Da wurde ganz im Sinne der Obrigkeit aus einem Johann ein Jean und aus Peter ein Pierre, da heißt der Franz Kirchisch François Kirchisch. Benötigte man persönliche Unterlagen, wie hier zu einer Heirat, mussten sie ins Französische übersetzt werden. Bei allen Repressalien durch das Militär erlebten unsere Vorfahren eine einmalige Entwicklungsgeschichte, deren Vorteile eine straff gegliederte Gesellschaft, eine Neuordnung der Justiz, die Einführung des Dezimalsystems, die Unterstützung der Wohltätigkeitsorganisationen, Verhaltensmaßregelungen bei Feuerbrünsten und so weiter und so weiter, bis zur Impfpflicht für Schulkinder. Napoleons Ingenieurgeographen unter Oberst Rochot schufen Blatt für Blatt ein detailgetreues Bild unserer rheinischen Landschaft. Später hielten die Preußen Vorgehensweise und Arbeit der französischen Ingenieurgeographen für so vorbildlich, so dass sie diese kopierten und später weiterentwickelten. In der Neujahrsnacht 1813-14 überschritten die gegen Napoleon verbündeten russischen und preußischen Truppen unter Generalfeldmarschall von Blücher bei Kaub den Rhein, worauf die französischen Behörden zur Flucht gezwungen waren. Beim Wiener Kongress 1814-15 wurden die Rheinlande dem Königreich Preußen zugeschlagen. Der früheren Mairie Burg Brohl, nun Bürgermeisterei Burg Brohl, wurden die Orte Wehr, Glees, Brenk und Galenberg zugeordnet.
Die so vergrößerte Bürgermeisterei Burg Ohl verwaltete Ferdinand von Burscheid nur ein knappes Jahr. Er starb kinderlos am 22. Mai 1816. Sein in der Erbfolge zurückgetretener älterer Bruder Johann Ludwig vermählte sich schon bejahrt mit Anna Maria von Forst-Lombeck. Der letzte Spross der Burg Bohler von Burscheid verstarb 20 Jahre nach seinem Bruder, ebenfalls kinderlos, am 6. März 1836. Kaum zu glauben, der letzte aus der Reihe, nach heutigem Sprachgebrauch Großgrundbesitzer, schied aus dieser Welt ohne Regelung des Nachlasses, ohne ein Testament. Und so konnte der Notar Queckenberg aus Remagen bereits 6 Wochen nach Ludwigs Ableben am 21. April 1837 diese Anzeige veröffentlichen. In einer Beilage der Kölnischen Zeitung vom 6. Mai 1837 wurde dann die Versteigerung des Rittergutes Burg Bohl auf den 1. Juni in Andernach im Gasthof zum Kaiser von Russland angesetzt. Die für 2 Tage angesetzte Versteigerung war schnell beendet, indem der Gütermakler Gustav Wegbecker aus Münster-Beifeld die gesamten Burgbohler Besitzungen zum Preis von 150.000 Reichstaler ersteigerte, um sie später einzeln wieder zu veräußern.